Bis jetzt eine durchaus zufriedenstellende Saison für Sie. Angesichts der bisherigen Leistung denke ich, dass Sie den Klassenerhalt schaffen können. Alexej Borochowski wird die Leitung der heutigen Partie übernehmen. Die Bayern mit dem Anstoß. Los geht's. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Sie treten ihn heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Nun, Thiago, sie suchen die Lücke. Abseits von Robben. Umtiti. Rakitic. Neymar. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Defensive steht. Thiago jetzt. Alaba. Klar, dass sie vorne heute vor allem Robert Lewandowski suchen werden, oder Buschi? Herr Wolf, ein absoluter Ausnahmestürmer. Auf seine Torjägerqualitäten wird es heute ankommen. Zu Leo Messi müssen wir im Grunde gar nicht viel sagen, Buschi, ne? Da reicht der Name. Ach, Wolf, ein unglaublicher Spieler, einer der besten aller Zeiten. Den kannst du nicht ganz aus dem Spiel nehmen. Dazu ist die Qualität zu groß. Ein ausgeglichenes Duell heute für den FC Bayern. Könnte spannend werden, oder? Ja, ganz klar, Wolf. Ich erwarte ein sehr intensives Match. Wird wohl am Ende darauf ankommen, dass man hier wirklich Vollgas gibt, wenn man etwas mitnehmen möchte. Und Neymar. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Piqué jetzt. Sergio Roberto. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Thiago. Sehr gut aufgepasst. Iniesta. Die Abwehr steht gut und sicher. Der Schuss von Neymar. Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist da. Thomas Müller jetzt. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. David Alaba am Ball. Und mit dem Ball suchen sie Ribéry. Defensiv machen sie es gut. Robben. Piqué hellwach, hat den Ball. Sergio Roberto. Iniesta. Messi. Bei allen Erfolgen mit dem FC Barcelona in der argentinischen Nationalmannschaft sind die großen Erfolge des Leo Messi bislang ausgeblieben. Ja, das wurmt sich ja so ein bisschen. Es hat eben noch nicht zum WM-Titel gereicht. Er hat ja 2014 ein tolles Turnier gespielt, aber dann kam Deutschland. Alaba. Thomas Müller. Und Thiago. Jetzt wird's gefährlich. Den Ball holt er sich. Und Messi.
Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Messi versucht. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Zu ungefährlich bisher der FC Bayern. Das wird schwierig, so ein Tor zu erzielen. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Die Bayern im Vorwärtsgang. Iniesta. Suarez. Messi. Über Leo Messi muss man ja eigentlich gar nichts mehr sagen. Extrem gefährlich in der Offensive. Den kannst du niemals komplett aus dem Spiel nehmen. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Und jetzt ein langer Ball auf Suarez. Den Ball hat er, ganz souverän. Thomas Müller jetzt. Thiago. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Sehr guter Einsatz. Arturo Vidal jetzt. Ribéry. Wird das eine Torchance? Lewandowski an den Pfosten. Robben! Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Da spielt er gut mit und kommt rechtzeitig raus. Sehr gut gemacht, gut aufgepasst. Franck Ribéry am Ball. Lewandowski! Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Rafinha. Aufgrund der Doppelnutzung durch den TSV 1860 München und dem FC Bayern München gab es zur Eröffnung der Allianz Arena 2005 gleich zwei Eröffnungsspiele. Und beide verliefen erfolgreich. Der TSV gewann gegen den Club aus Nürnberg mit 3:2 und die Bayern schlugen eben mal die deutsche Nationalmannschaft mit 4:2. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Ribéry im Vorwärtsgang. Den spielt er steil. Und jetzt der Schuss. Eckball für die Bayern. Da gewinnt er den Zweikampf. Nun Neymar. Was geht jetzt über Messi? Messi! Bitte. 0-0 zur Pause. Es kann weitergehen in der Allianz Arena. Steigen wir ein in Durchgang 2. Messi jetzt. Sie suchen Neymar. Da geht er dazwischen. Titi. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Thiago. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Jetzt kann es was geben. Neymar mit dem Ball. Er zieht ab. Den hält er super. Er rettet hier vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Das ist die Möglichkeit. Neymar. Er war noch dran, gibt Ecke. Da trennt er ihn fair vom Ball. So, jetzt Barca am Ball.
Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Muss Einwurf geben. Messi. Jetzt gibt's Abstoß. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Und jetzt Einwurf für die Bayern. Jetzt Ribéry. Und Lewandowski. Das könnte gefährlich werden. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Die lassen sich teilweise schon viel Zeit, also da soll wohl die Uhr runtergespielt werden, aber irgendwie möglich. Das Unentschieden scheint ja auch für sie zu reichen und deshalb haben sie nicht mehr wirklich richtigen Drang, weiter und vor allem schnell nach vorne zu spielen. Die Bayern im Vorwärtsgang. Da kann er ihn stoppen. Alaba. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Alaba! Sie wollen die Führung, aber die Chance vergeben. Iniesta. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt müssen die Münchner aufpassen. Es gibt Eckball. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Müller jetzt. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Gar keine Schlacht. Schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Da steht die Abwehr sicher. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Wir sehen hier gerade die Ballbesitzstatistik eingeblendet, Buschi. Ja, ziemlich ausgeglichen und passt so im Großen und Ganzen auch zum Spielverlauf. Der FC Barcelona bekommt den Freistoß. Das macht er klasse, die Flanke gut abgefangen. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Boateng. Alaba. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Vidal. Und nun Alaba. Lewandowski jetzt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Den Ball holt er sich. Da kommt der Steilpass. Suarez jetzt. Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen nicht in Führung.
Douglas Costa. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Und Piqué. Und Neymar. Barca jetzt in der Offensive. Guter Pass in Richtung Messi. Und nun ein Schuss. Gute Aktion vom Keeper. Er verhindert hier einen späten Rückstand. Oh, war das wichtig. Vielleicht hat er ihn genau damit das Unentschieden gesichert. Auch der geht nicht rein. Er ist klasse drauf heute. Und Robben treibt den Ball nach vorne. Gut aufgepasst. Er hat die Flanke. Da ist er da. Da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Spielt den Ball in den freien Raum. Da kann er ihn stoppen. Neymar, jetzt vielleicht mit der Passmöglichkeit. Nun Lewandowski. Es wird noch mal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Kingsley Coman! Super Einsatz vom Torhüter. Hier haben wir nach wie vor kein Tor gesehen. Beide verteidigen allerdings auch hochkonzentriert. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. Und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter. Da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Schöner Pass. Gibt Freistoß. Keine Tore, 0-0. Partie läuft, Barca am Ball. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Messi versucht! Oh, er trifft die Latte! Umtiti. Jetzt der Angriff von Barca. Schön dazwischen gegangen. Ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Da geht er dazwischen. Valencia. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Jetzt geht Neymar in die Offensive. Steil gespielt, gute Idee. Messi! Da hat nicht viel gefehlt, der Ball geht knapp übers Tor. Und Ballverlust Rakitic.
ausnahmsweise ist Barca heute mal nicht der haushohe Favorit, oder Buschi? Nee, einen klaren Favoriten gibt es in diesem Duell nicht. Die Katalanen werden eine Topleistung brauchen. Ibrakadabra! Wichtig, den Ball hat er sicher. Ball bei Rooney. Weiter geht's hier mit Vorteil für Manchester United. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Sehr gut aufgepasst. Die Flanke holt sich der Verteidiger, dabei kam sie eigentlich gut rein. Martial. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Messi bekommt den Ball auf Außen. Sicher vom Torwart, gut gemacht. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Und direkt zurückgespielt. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Schade, da wäre mehr drin gewesen. Wayne Rooney! Jetzt gibt es hier eine Ecke. Mkhitaryan. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt Ibrahimovic. Neymar. Gutes Technik. Jetzt Rooney. Jetzt Neymar am Ball. Und den Ball hat er sich geholt. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Die Flanke könnte zu Iniesta. Klasse aufgepasst vom Torwart. Messi. Es ist immer wieder unglaublich zu sehen, wie eng die Ballführung von Leo Messi ist. Ja, praktisch nicht vom Ball zu trennen. Man kann das kaum nachvollziehen. Wenn es funktioniert, dann meist unfair durch ein Foul. Das ist Wahnsinn. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Da gewinnt er den Zweikampf. Messi am Ball und da bieten sich Mitspieler an. Und er geht an ihm vorbei. Langer Ball für Neymar. Das war einfach. Und er hat den Ball. Ball bei Ibrahimovic. Ball bei Rooney. Jetzt müssen sie aufpassen. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Mkhitaryan. Und jetzt der Ball zu Pogba. Ball draußen, gibt Abstoß. Sieht gut aus, der Pass kommt. Rooney! Das kann er besser, aber vielleicht behindert ihn hier seine Verletzung doch zu sehr. Ja, Sie sollten über den Wechsel nachdenken, Wolf. Ivan Rakitic. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Die Flanke von Neymar. Problemlos hat er hier den Ball. Damian. Jetzt Man United im Angriff. Jordi Alba jetzt am Ball. Er nimmt ihm den Ball ab.
Was packt der Unparteiische drauf? Zwei Minuten. Sie suchen die Lücke. Schussversuch. Gutes Tackling. Fair gemacht und er hat den Ball. 0-0. Der zweite Durchgang läuft. United hier mit dem Anstoß. Ibrahimovic. Einen Spieler wie Zlatan Ibrahimovic kannst du nie komplett aus dem Spiel nehmen. Ja, der ist einfach zu variabel. Einmal nicht aufgepasst und dann macht er sein Tor. Und nun Jordi Alba. Jetzt Busquets. Jetzt Messi am Ball. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Neymar, jetzt vielleicht mit der Passmöglichkeit. Suarez, den hält er super. Da ist er da, dann können sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Da kann er klären, gut aufgepasst. Barcelona am Ball, gibt Einwurf. Gut aufgepasst und abgefangen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Auf Vorteil für Barcelona entschieden. Freistoßentscheidung korrekt. Sergio Roberto. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Was geht jetzt über Messi? Suarez. Suarez hier mit dem Ballverlust. Das war zu eng. Ball bei Neymar. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Neymar jetzt. Pogba jetzt. Sergio Roberto. Und jetzt Busquets. Und jetzt vielleicht Pogba. Klasse Technik. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Das wird Freistoß gegen Barcelona geben. Gutes Tackling. Macht er ihn. Der Ball geht an den Pfosten. Nur Mkhitaryan. Zwanzig Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Da geht Pogba in die Offensive. In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind. Viel nehmen sie sich da nicht. Das war auch mein Eindruck vom Spiel. Neymar! Gute Szene. Aber weiter unentschieden. Knapp vorbei das Ding. Wayne Rooney jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden.
Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Ball immer aus, es gibt Ecke für Man United. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Da kommt der Schuss. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Und vor die Alba. Rakitic. Messi jetzt. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Rooney am Ball. Weit. Und Barcelona bekommt hier den Freistoß. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Und Ecke für Barca. Der Ball ist im Aus. Gute Gelegenheit. Gut aufgepasst von der Team. Iniesta. Da rettet die Latte. Glück in dieser Szene. Fünf Minuten sind es noch. Keine Tore in dieser Partie. Zumindest bisher nicht. Ibrahimovic jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Geht weiter. Elfmeter, das ist jetzt die Chance. Es gibt Strafstoß und die gelbe Karte. Den Elfer macht Ibrahimovic. Ja, und so eine Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen. Unverwandelt. Messi treibt den Ball nach vorne. Sergio Roberto. Und er schießt. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Jetzt also, die Nachspielzeit angezeigt und schon wird es hier nochmal lauter. Die Fans merken, da kann noch was gehen. Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie nochmal nach vorne. Spielt den Ball in den freien Raum. Macht er gut hier. Sergio Busquets. Super gemacht vom Torwart. Also bisher hält er hier fantastisch. Allzu lange ist nicht mehr zu spielen. Und Messi! Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Schauen wir auf die Schussstatistik. Und das ist nicht das typische Bild. Sie schießen hier häufiger. Und jetzt ist es aus. Sieg für Manchester United. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Messi versucht.
Sie brauchen dringend Punkte. Oh ja, Wolf, 5 Partien gespielt und es sieht nicht gut aus. Sie müssen dringend zulegen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Wir wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Sie treten heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive. Er schießt! Und da haben wir es, das Tor! Erster Schuss, erstes Tor. Hoffe für den Gegner, dass sie nicht weiter so effizient auftreten. Und die Chance nutzt einer, wie Tabes natürlich. Das macht er gut hier, wie so oft erfolgreich. Start nach Maß, würde ich sagen. 4 Minuten gespielt und der Ball ist das erste Mal im Tor. Marcelo am Ball. Direkt zurückgespielt zu Ronaldo. Das könnte gefährlich werden. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Jetzt Neymar am Ball. Suarez. Ja, abseits. Richtig. Carvajal jetzt. Luis Suarez am Ball. Ramos hat den Ball. Jetzt Cristiano Ronaldo. Und nun Marcelo. Jetzt Ronaldo am Ball. Gutes Tackling. Jetzt Barca am Ball. Umtiti. Busquets jetzt. Jetzt der Angriff von Barca. Abseits von Neymar. Da trennt er ihn fair vom Ball. Nun Varane. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Er lässt sich den Kroos und Tor für Real. Und hier nochmal die Wiederholung, den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Gut geklärt, aber Einwurf. Und nun Messi. Sehr gut von Toni Kroos. Gut aufgepasst. Kroos. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Busquets jetzt. Und nun Marcelo am Ball. Messi. Messi am Ball und da bieten sich Mitspieler an. Messi! Jetzt Modric. Rodriguez. Benzema. Souverän, er hat den Ball. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Varane am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Die Defensive steht. Jetzt Ronaldo am Ball. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Ah, oh, da geht er vorbei.
Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt schießt er. Das war knapp. Der Ball berührt die Latte. Nun Neymar. Luis Suarez. Jetzt müssen sie aufpassen. Neymar schießt. Und nun Ronaldo. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Nun Marcelo. Modric. Benzema. Jetzt Einwurf Barca. Umtiti. Ball bei Neymar. Barcelona mit dem Angriff. Der Ball weg, Fehlpass von James. Gute Rakitic an den Pfosten. Freistoß gegen Barca hier. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Barca jetzt in der Offensive. Da verlieren sie den Ball. Modric am Ball. Flanke von Bale. Gehalten, ganz stark. Ronaldo könnte die Mitspieler einsetzen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Fairer Einsatz hier. Marcelo am Ball. Und jetzt Benzema in der Offensive. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Geht er rein? Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Der Ball im Aus. Eckball für Real Madrid. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Er macht das Spiel schnell. Der Ball kommt gut. Sergio Ramos. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Der FC Barcelona eröffnet die zweite Hälfte. Jetzt kann es was geben. Neymar mit dem Ball. Und jetzt ein Schuss. Den Ball hält er gut. Und jetzt gibt es einen Eckball für den FC Barcelona. Iniesta. Gut abgeblockt. Abwehr hat aufgepasst. Bale. Piqué, Hellwach hat den Ball. Bale. Jetzt müsste man zünden. Gareth Bale. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Neymar jetzt. Da kann er ihn stoppen. Bale mit Zug zum Tor.
Gut geklärt, aber Einwurf. Luka Modric jetzt. Und Bale wird hier unterstützt. Und das gibt vor. Das wird Freistoß gegen Barcelona geben. Traumtor! Da zieht er einfach mal ab und dann passt das Ding auch noch. Unfassbar! Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Und da sehen wir dieses tolle Freistoßtor von Gareth Bale nochmal in der Wiederholung. Ein klasse Freistoß von Gareth Bale. Super direkt verwandelt. Und mit dem 3:0 sorgen sie. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Messi treibt den Ball nach vorne. Groß. Gut gesehen, Benzema hier abseits. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Benzema. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ronaldo schießt! Und das gibt Eckball. Gibt Abstoß. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark. Aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes, Buschi. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin von einem knappen... Und nun ein Schuss. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Vielleicht geht was über James. Gute Aktion. Rakitic, Fehlpass. Foul von Ramos, das gibt Freistoß. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht hier die gelbe Karte. Jetzt darf er sich nichts mehr erlauben, ansonsten ist frühzeitig Feierabend. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Auf Vorteil für Barcelona entschieden. Modric am Ball. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Sehr gut aufgepasst. Modric. Piqué jetzt am Ball. Den Ball holt er sich. Und Ronaldo treibt den Ball nach vorne. So, natürlich kein Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt gibt es gleich die Ecke. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Abstoß. Und da gibt es einen Freistoß gegen Real Madrid. Und jetzt bekommen sie hinten Probleme nach dem Platzverweis. Sie werden umstellen müssen. Denke auch, dass das jetzt... Jetzt hat er den Ball. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Neymar schießt! Das ist der Treffer! Sie nutzen ihre Überzahl. Ja, die haben ja auch Platz und den können sie eben nutzen. Der Schlenzer in den Winkel. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Nachdem
bislang nicht viel zusammenging, ist das Tor jetzt dann doch ein kleiner Lichtblick. Oder geht vielleicht noch mehr, Buschi? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür war die Leistung bisher zu überschaubar. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Jetzt Neymar über außen. Sie bekommen eine Ecke. Schussversuch. Schön gehalten. Jetzt Einwurf Barca. Messi. Wird das seine Torchance? Den Ball verliert Messi. Jetzt ist er draußen. Und nun Ronaldo. Piqué. Messi. Jetzt müssen Sie aufpassen. Es gibt Freistoß gegen Real. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen kühlen Kopf bewahren. Da kommt der Schuss. Und da war er zur Stelle. Super Parade. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Das war der Schusspfiff. Real hat's gepackt und gewinnt dieses Spiel. Im Moment geht der Trend für sie nach unten. 2 Spiele in Folge haben sie jetzt verloren. Sie müssen sich dringend was einfallen lassen. Es muss ein Erfolgserlebnis her. Wie hast du die heutige Leistung von Bale gesehen? Wir treten heute in 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir. Er schießt! Aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Er lässt sich den Groß und Tor für Real. Und jetzt ein Schuss. Den Ball hält er gut. Real Madrid mit dem Anstoß, das Spiel läuft. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Bei ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben.
Bald öffnet sich das Zeitfenster für die Pokalspiele. Ab jetzt werden alle Mannschaften versuchen, die Qualifikation zu schaffen. Die Partie heute leitet Valente Larrazábal. Real Madrid eröffnet das Spiel. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barça. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Muschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer. Macht er das Tor? Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Flanke war nicht schlecht, aber die Abwehrspieler standen gut. Und jetzt die Real. Und jetzt die Chance. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Schönes Tackling und den Ball erobert. Jordi Alba jetzt am Ball. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Und Ronaldo geht nach vorne. Da kommt der Steilpass. Bale wird hier unterstützt. Cristiano Ronaldo! Und jetzt Real Madrid mit dem Tor. So eine Chance nutzt ein Cristiano Ronaldo. Ist ja fast klar. Ja, für einen Spieler seiner Qualität ist es kein Problem. Jetzt geht's hier richtig los. 11 Minuten rum und das erste Tor ist gefallen. Luka Modric jetzt. Bale! Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Iniesta. Luis Suarez jetzt. Und Ramos energisch, hat den Ball. Jetzt geht's nach vorne mit Bale. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Und jetzt rücken sie auf und helfen Neymar. Gute Aktion. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Jetzt Benzema. Das könnte eine Gelegenheit werden. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Modric. Geblockt vom Verteidiger. Nun Busquets. Ball bei Lionel Messi. Der Ball ist wieder bei Real. Den Pass spielt er gut. Schussversuch. Das macht er gut. Ball bei Lionel Messi. Real Madrid, Buschi. Auch dieses Jahr wieder Topfavorit in Europa? Also zumindest einer davon. Gibt ja ein paar Teams, die es packen können. Und Real gehört dann natürlich dazu. Sie haben eine klasse Mannschaft, die ganz schwer zu schlagen ist. Bale. Neben seinen Power-Dribblings verfügt Gareth Bale ja auch über einen knallharten Bums. Ja, und das oft aus vollem Lauf. Schwierig für die Torhüter. Könnte gefährlich werden. Messi am Ball. Er versucht's. Wie wichtig wäre das gewesen? Aber vorbei. Messi mit einer richtig guten Gelegenheit. Jetzt Ronaldo am Ball. Defensiv machen sie es gut. Suarez mit dem Ball nach vorne. Und jetzt Busquets. Schuss! Ja, war eine ganz knappe Kiste, auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Luis Suarez.
Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Gute Aktion. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Ah, da geht er vorbei. Und damit sind sie am Ball. Gut von Sergio Ramos. Neymar hier mit Zug zum Tor. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Benzema jetzt am Ball. Benzema. Abgefangen, gut gemacht. Der Ball ist draußen, da haben sie ihn gut gestört. Und nun Jordi Alba und Rakitic. Sauber vom Ball getrennt hier. Neymar am Ball. Barca jetzt in der Offensive. Klasse gespielt, guter Steilpass. Lionel Messi! Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Da hält er das Gleichgewicht. Dabei strauchelt er kurz. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Und damit rollt der Ball wieder. Barca am Ball. Das war einfach. Und er hat den Ball. Da kann er ihn stoppen. Cristiano Ronaldo! Brillant gemacht! Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball. Groß. Jetzt Busquets. Neymar jetzt. Da schießt er. Das war kein schlechter Abschluss, aber trotzdem, so wird es nichts mit der Aufholjagd. Nee, der Rückstand ist deutlich und dann musst du solche Chancen natürlich nutzen. Groß. Sauber vom Ball getrennt hier. Und Karim Benzema. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Jetzt vielleicht. Und der Treffer. Die Vorlage bei diesem Treffer war klasse. Genauso musst du spielen. Jetzt liegen sie deutlich zurück. Aber kann man dem Torwart alleine die Schuld geben, Buschi? Na, das wäre zu einfach, Wolf. Sie spielen als Mannschaft und verlieren als Mannschaft. Da müssen sie ihn besser unterstützen. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Klasse Tackling. Messi. Und Ballverlust Rakitic. Gute Körperbeherrschung. Er wackelt kurz, aber er fällt nicht. Und das gibt Einwurf für Real Madrid. Und Ramos. Benzema. Gutes Zuspiel für Ronaldo. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sehr guter Einsatz. Sergio Roberto. Iniesta. Und jetzt Suarez. Er steht gut und hat den Ball. Modric. Nun Ronaldo. Das könnte die Chance werden. Toni Kroos jetzt. Da gewinnt er den Zweikampf. Auf Vorteil für Barcelona entschieden. Jetzt Neymar am Ball.
Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Messi mit dem Versuch. Und jetzt die Chance. Er schien vielleicht ein bisschen überrascht. Und deshalb kam der Ball nicht wirklich kontrolliert aufs Tor. Ungewöhnlich, wirklich ungewöhnlich für einen Mann seiner Klasse. Da stand der Schiedsrichter nicht gut und fälschte den Ball ab. Ganz einfach an den Ball gekommen. Und Ronaldo geht nach vorne. Groß. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie... Schuss von Bale! Da sieht er schlecht aus. Er trifft den zeigenden Tor. Da trifft er ins falsche Tor. Was für ein Pech. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Da kann er ihn stoppen. Sie suchen die Lücke. Und Neymar treibt den Ball nach vorne. Jetzt gibt's Einwurf. Jordi Alba jetzt am Ball. Einwurf. Ivan Rakitic. Nun Neymar. Super Flanke. Schade. Da wäre mehr drin gewesen. Kann losgehen. Barca mit dem Anstoß. Was geht jetzt über Messi? Messi versucht. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Suarez. Jetzt wird's gefährlich. Neymar. Der Schuss von Suarez. Ball bei Bale. Marco Asensio. Bale. Jetzt könnte es gefährlich werden. Luka Modric. Der Ball ist drin. Tor für Real Madrid. Schon nach 6 Minuten der erste Treffer. Das kann gerne so weitergehen. Könnte gefährlich werden. Messi am Ball. Sehr gut aufgepasst. Und James. Und Busquets.
Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Den spielt er in den Lauf. Den Ball holt er. Gut verteidigt. Messi. Das macht er gut. Jetzt Modric. Casemiro. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Jetzt Messi am Ball. Suarez. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Messi jetzt am Ball. Und direkt zurückgespielt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Casemiro. Rakitic. So, jetzt Barca am Ball. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Ronaldo am Ball. Der FC Barcelona bekommt den Freistoß. Messi jetzt. Er zieht ab. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Barcelona bekommt eine Ecke. Gut geklärt. Das war wichtig. Jetzt Pass am Ball. Es gibt Einwurf. Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torschance zu kommen. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Casemiro. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Nun Neymar. Da gewinnt er den Zweikampf. Da ist der Ball weg. Jetzt Neymar am Ball. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Da sind Mitspieler frei. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Messi geht nach vorne. Er versucht's. Ball im Tor, Messi macht ihn. Mal wieder ein Treffer vom Argentinier, wie so oft, er ist so extrem torgefährlich. Jetzt steht es unentschieden, das Spiel ist ausgeglichen. Einseits wieder unentschieden, der Spielverlauf ist völlig offen. Jetzt eine Offensivaktion von Bale. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Sie suchen die Lücke. Marco Asensio. Schießt er ihn rein. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Nun Ramos am Ball. Er ist ja nicht bekannt für die weiten Wege, Buschi. Nee, Wolf, das stimmt. Er arbeitet ungern nach hinten mit. Aber er macht eben vorne die Tore und deshalb ist er so wichtig. Er geht weite Wege während der Partie, läuft das Feld hoch und runter und kann sich dadurch auch immer wieder vorne anbieten. Das ist ein echter Vorteil. Rakitic jetzt. Luis Suarez. Den hält er super. Es gibt Ecke für Barcelona. Iniesta fängt den Ball ab. Suarez. Der Treffer durch Suarez. Die Gelegenheit nutzt er gut. Dafür ist er hier. Sie lassen heute einiges an Chancen zu. Und jetzt eben der Gegentreffer. Ja, so richtig gut sind sie nicht im Spiel. Sie bekommen den Gegner nicht in den Griff. Und von Real muss jetzt unbedingt mehr kommen. Jordi Alba jetzt. Neymar bekommt den Ball auf den Flügel. Klasse Technik. Und jetzt Jordi Alba. Und den spielt er gleich wieder zurück. Wird das seine Torchance?
Luis Suarez. Und jetzt gibt es eine Ecke. Sauber vom Ball getrennt hier. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Könnte gefährlich werden. Messi am Ball. Sauber gelöst. Er holt sich den Ball. Sieht gut aus. Der Pass kommt. Jetzt schießt er. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Es kann weitergehen. Hier im Santiago Bernabeu legen wir los mit den zweiten 45 Minuten. Jetzt Ronaldo am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Auch in dieser Szene ist er ganz sicher. Gutes Tackling. Nun Gareth Bale. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Da muss der Abwehrspieler klären und er ist auch zur Stelle. Rakitic jetzt am Ball. Und jetzt Suarez. Da gewinnt er den Zweikampf. Marco Asensio. Ivan Rakitic. Real Madrid mit der Balleroberung. Modric am Ball. Und jetzt Suarez. Jetzt müssen sie aufpassen. Messi! Da war sie die Möglichkeit für Messi, hier den Doppelpack perfekt zu machen. So richtig in den Griff bekommen sie ihn nicht. Aber das ist natürlich auch gegen ihn besonders schwierig. Gute Aktion. Und Carvajal. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Fahne oben, Suarez im Abseits. Marco Asensio spielt den Ball direkt zurück. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Nun Neymar. Barcelona mit dem Angriff. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. Messi versucht. Der Pass stark gemacht. Sie setzen noch einen drauf. Sie sind klar überlegen. Und das sieht man jetzt auch am Spielstand. Der knallt nicht einfach wild drauf, sondern spielt den Ball klug mit dem Innenriss. Genau die richtige Entscheidung, sehr überlegt gemacht. 3-1 heißt es also jetzt. Lionel Messi am Ball. Jetzt der Angriff von Barca. Er probiert es einfach mal. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Sehr gut aufgepasst. Messi. Das könnte gefährlich werden. Abgepfiffen, das war Abseits. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Casemiro. Und er gewinnt den Zweikampf. Und Neymar. Barca jetzt in der Offensive.
Bale. Marco Asensio. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Cristiano Ronaldo. Den Ball hält er gut. Der Ball geht ins Aus. Ecke gegen Barca. Casemiro. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. Messi. Marco Asensio. Casemiro. James Rodriguez jetzt. Wird's jetzt gefährlich? Und jetzt ein Schuss. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Und nun Messi. Jetzt Cristiano Ronaldo. Neymar. Casemiro. Kein guter Ball von Modric. Neymar, klasse. Jetzt wird's gefährlich. Und nun Carvajal. Casemiro. Marco Asensio. Klasse Technik. Messi. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Rakitic, Fehlpass. Iniesta. So, jetzt Barca am Ball. Stark gemacht, das könnte was werden. Messi, Messi, Messi! Das Spiel ist vorbei. Barca gewinnt. Bale. Jetzt könnte es gefährlich werden. Luka Modric. Der Ball ist drin. Tor für Real Madrid. Messi jetzt. Er zieht ab. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Messi geht nach vorne. Er versucht's. Luis Suarez. Den hält er super. Bald öffnet sich das Zeitfenster für die Pokalspiele. Ab jetzt werden alle Mannschaften versuchen, die Qualifikation zu schaffen. Und der Unparteiische heute ist Pedro Orteguilla. Real Madrid eröffnet das Spiel. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca.
Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Es gibt Freistoß. Er sieht die gelbe Karte so früh im Spiel. Nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Das gibt jetzt Abstoß. Da trennt er ihn fair vom Ball. Real Madrid kriegt hier den Vorteil. Rodriguez. Er passt ihn auf den Flügel. Da will er den weiten Ball spielen, aber er kommt nicht an. Messi treibt den Ball nach vorne. Weiter. Suarez. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Groß am Ball. Ronaldo am Ball. Neymar jetzt. Jetzt der Angriff von Barca. Da passt er auf. Neymar! Er hält den Ball fest, das war wichtig. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Und jetzt gibt es Einwurf. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Modric. Fairer Einsatz hier. Barcelona mit dem Angriff. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Schöner Freistoß, das war knapp. Eigentlich alles gestimmt, schade. Neymar hier mit Zug zum Tor. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Groß. Iniesta. Gut von Sergio Ramos. Auch für ein absolutes Top-Team wie Barca dürfte das heute kein Spaziergang werden. Nee, und es ist alles angerichtet für eine intensive Partie. Iniesta. Und Barcelona bekommt hier den Freistoß. Jetzt Piqué. Und jetzt Busquets. Sie suchen die Lücke. Sehr guter Einsatz. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Jetzt Ramos, es könnte gefährlich werden. Messi. Rakitic. Guter Einsatz, er hat den Ball. Benzema. Nun James Rodriguez. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Ronaldo schießt. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Das waren da doch zu viele Pässe. Jetzt ist der Ball auf jeden Fall weg. Jetzt Ronaldo am Ball. Da passt er auf. Barca jetzt in der Offensive.
lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Ter Stegen. Und Ronaldo geht dazwischen. Macht er ihn. Und das gibt Eckball. Benzema. Luis Suarez am Ball. Carvajal jetzt. Karim Benzema jetzt. Toni Kroos. Modric. Sehr gut aufgepasst. Abgefangen, gut gemacht. Neymar. Wird das eine Torchance? Ball schon wieder weg, gut gemacht. Iniesta. Und die Möglichkeit. Jetzt Eckball für Barca. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. Und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter. Da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen. Aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Gelbe Karte gegen Real Madrid. Berechtigte Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Viel zu hart reingegangen. Flanke abgefangen. Gut gemacht vom Abwehrspieler. Der Ball wurde gut weggefaustet. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Ronaldo am Ball. Gutes Tackling. Jetzt Ronaldo am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Und Ronaldo. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Der FC Barcelona eröffnet die zweite Hälfte. Es gibt Freistoß gegen Real. Messi treibt den Ball nach vorne. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Modric. Gareth Bale jetzt. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzt. Benzema! Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Was geht jetzt über Messi? Fairer Einsatz hier. Jetzt gibt's Einwurf. Sergio Roberto. Den spielt er steil. Schießt er ihn rein. Es bleibt also bei 0:0 und das hat er richtig stark gelöst. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Da holt er den Ball zurück. Benzema. Jetzt Cristiano Ronaldo. Gareth Bale. Bale am Ball. Jetzt Modric. Und jetzt die Real. Sergio Ramos. Groß. Sie suchen die Lücke. Jetzt die Möglichkeit. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Da trennt er ihn fair vom Ball. Klar, gibt Einwurf. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Und Neymar treibt den Ball nach vorne. Foul, Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball.
Lionel Messi jetzt über außen. Rakitic. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Flagge kommt gut rein. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Messi mit dem Versuch. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Es gibt hier Einwurf. Modric. Und nun Carvajal. Da kann er ihn stoppen. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Einwurf für Real Madrid. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Defensiv machen sie es gut. Barca jetzt in der Offensive. Die Chance! Da geht er dazwischen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt Ronaldo am Ball. Messi. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Ronaldo mit der Flanke. Tja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Nun Lionel Messi. Er nimmt ihm den Ball ab. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Und das könnte jetzt gefährlich werden. Gute Freistoßmöglichkeit. Und gelb gibt es auch noch. Richtige Entscheidung. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Messi, Ball in den Strafraum. James geht hier mit dem Ball nach vorn. Das ist jetzt seine Chance. Bale. Bale. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Und jetzt sehen wir endlich das erste Tor. Jetzt Cristiano Ronaldo. Sergio Busquets. Jetzt der Angriff von Barca. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Luis Suarez. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Gerade erst gehen sie in Führung und dann das. Der knallt nicht einfach wild drauf, sondern spielt den Ball klug mit dem Innenriss. Genau die richtige Entscheidung. Sehr überlegt gemacht. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Vielversprechender Angriff, aber da kommt doch noch einer dazwischen. Jetzt Suarez. Gut verteidigt hier. Groß. Abgefangen. Groß verliert da den Ball. Nun Busquets. Einwurf. Nun Isco. Lucas Vázquez. Und jetzt die Real. Nun Carvajal am Ball. Und nun ein Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter.
Da ist er da, da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Ronaldo! Den Ball hält er gut. Da hat er super reagiert. Weiter also unentschieden. Spiel geht weiter und jetzt kann die Flanke kommen. Und jetzt der Schuss. Und den hält er fest. Gut gemacht. Jetzt der Schlussbild.